an und aus. Aus und an. Wow. Ich glaube, das ist mein bisher bester Clickbait-Titel. Ob ich dafür wohl den Verb-Videopreis gewinne? Verb-Videopreis? Oh lol, die Möglichkeiten. Und ich wüsste auch, wer ihn gewinnen würde. 15.000 Euro im Monat. Danke, Mann. Jawohl, ja! Geil, Mann. Geil, 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 geil. Na, Lexi, Lexi. Nam, 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 nam. Ganz schön unbefriedigend, wenn einfach nicht das kommt, was man erwartet, oder? Hey! Ihr immer noch Nutella essen und Flachpfeifen. Und willkommen zu einem kleinen, aber feinen Video meinerseits. Wisst ihr, ich kann seit ein paar Wochen meine Videos selbst einstufen. Das heißt also selbst monetarisieren. Und wisst ihr, was das Geile daran ist? Nichts verfickt nochmal! Diese akribische Möglichkeit, seine eigenen Videos detailliert zu bewerten, ist auf der einen Seite natürlich ganz gut, aber auf der anderen Seite bringt sie nichts, denn ich sehe immer noch genauso viele gelbe Dollarzeichen wie sonst auch und darf immer auf manuelle Prüfung warten, bis irgendein YouTube-Arsch da drüber guckt und sagt, ja, mit diesem Video darfst du deine 50 Cent verdienen. Wird wohl auch Zeit, dass ich auf Dinge wie Coinmaster umsattel. Ich bin Coinmaster, ich bin Coinmaster. Okay, hat nur das auch geklärt. Warte, worum ging's nochmal? Schnauze, ja! Richtig. Also, fuck. Also. Seit ein paar Tagen könnt ihr euch die neue Nvidia GeForce RTX 2080 super gönnen. Und wisst ihr, was meine erste Reaktion war, als ich dieses Ding gesehen habe? Super? Als wären die Modellbezeichnungen von Smartphones, Waschmaschinen, Fernseher und Computer nicht schon dämlich genug, jetzt auch noch sowas? Ich muss zugeben, ich war so entzürnt, dass ich ein ganzes Video über dämliche Produktbezeichnungen machen wollte. Aber beim Sinnieren über diese Grafikkarte bin ich zu einem anderen Weg gekommen. Und zwar den Weg der Erleuchtung. Ja, also, denn in diesem Falle vielleicht doch gar nicht so schlimm, wie es sich im ersten Moment anfühlt. Fangen wir doch mal an. Und zwar hier eine kleine Übersicht, damit ihr besser versteht, was ich meine. Aber vorher mach ich dich mal nackig, du geile Sau. Oh, weniger Plastik. So shiny. Oh. Ach, das bin ja ich. Also, Nvidia ist ja dafür bekannt, die Grafikkartengenerationen in weirde Serien zu unterteilen. Das heißt, angefangen mit 256, dann 2, 4, 6, 9, 100, 600, 900, 10, 16 und nun 20. Ihr findet es ja trotzdem geil. Gucken wir uns nun die beiden letzten Serien an. Dann fällt auf, dass Nvidia immer mit Basis-, Zwischen- und Top-Modellen gearbeitet hat. Um es auch jedem Arsch mit Ohren von euch da draußen recht zu machen. 1030, 1050, 1050 Ti, 1060, 1070, 1070 Ti, 1080, 1080 Ti, 2060, 2070, 2080, 2080 Ti. Ja, leck mich doch am Arsch. Das ist ungefähr so, als würdet ihr bei McDonald's an der Kasse stehen und sagen, ah, ich hätte auf meinem Burger gerne noch eine Käsescheibe extra. Na, eine Käsescheibe weniger. Na, doch, eine Käsescheibe extra. Der fucking Burger bleibt gleich. Oh. Kurz ein bisschen Ritalin zum Runterkommen. So. Damit so ein Namenswirrwarr in Zukunft nicht mehr sein muss, hat sich Nvidia wohl dazu entschieden, mit der Superkategorie eine Art neues Upgrade bzw. Zwischenmodell zu etablieren. Ihr müsst euch das so ein bisschen wie bei Smartphones vorstellen, mit dem Zusatz S. Also sowas wie iPhone 6S. Ja. Also eigentlich same thing, aber neues Jahr und neues Modell. Mit ein bisschen mehr Feinschliff und ein bisschen mehr Dampf. Und das heißt im Falle von Nvidia, die Basismodelle fliegen raus und das Produkt-Line-Up wird insgesamt etwas übersichtlicher. Ja. Der Vorteil für euch zumindest dadurch ist, dass theoretisch auf Dauer so Performance günstiger wird. Ich meine, die 2080S kriegt ihr schon für um bzw. teilweise auch schon unter 700 Euro und sie kratzt auch schon so ein bisschen an der Ehre der 2080 Ti, die aber fast das Doppelte kostet. Ganz zu schweigen von der Titan RTX, die ja noch ganz anders kostet. Interessant wäre aber auf Dauer festzustellen, ob sich die Referenz- oder die Partnerkarten eher lohnen, weil gerade bei der Karte ist es ja so, dass das Verhältnis TDP zu Hitzeentwicklung kompliziert werden könnte. Throttling gab es hier bei mir nicht, aber heiß wurde es allemal.
Aber obligatorischer Speckporn muss auch eben sein. Geht zum Glück schnell. Im Vergleich zum GTX-Vorgänger gibt's etwa 25% mehr Dampf und im Vergleich zur klassischen 2080 etwa 5% mehr. Klingt nach wenig Prozent, ja, bedeutet aber in manchen Anwendungsgebieten bis zu 100 Frames pro Sekunde mehr Spielraum oder einfach satte Punkte in 3D-Mark ohne brüllenden Lüfter. Aber wir machen hier eigentlich auch kein Zahlengeficke, deswegen reden wir weiter über das, was offensichtlich ist. Und zwar der Vorteil, der für euch jetzt daraus entsteht, ist eigentlich ein Nachteil für Nvidia. Stichwort Selbstkannibalisierung. Ist das ein Wort? Je mehr man versucht, immer auch diese Zwischenschritte einzubauen im Verhältnis zu den Modellen, die es gibt und auch eine ähnliche, bessere oder leicht schlechtere Performance haben, ist die Gefahr groß, sich seine eigenen Produkte als Konkurrenz hinzustellen und somit sich selbst bzw. das eigene Line-Up wegzukannibalisieren. Ist das eine Strategie, die Nvidia auf Dauer verfolgen will oder haben die vielleicht noch was Fancyes im Petto, von dem wir doch nichts wissen, aber die nächsten Tage vielleicht revealed wird auf Gamescom oder weiß der Geier? Ja, wir werden sehen. Immerhin. Immerhin, die Superreihe hat auch alles an aktuellem Krimskrams mit an Bord. Wie zum Beispiel RTX bzw. DXR. Es ist eigentlich echt blöd, dass man diesen Effekt immer noch nicht vernünftig irgendwie zeigen kann. Aber man konnte ja bereits auf der E3 sehen, dass Nvidia und die Entwickler das Thema Raytracing nicht nur als Hype, sondern ernst nehmen und eigentlich alle kommenden Blockbuster-Titel darauf setzen werden. Zukunft! Aber es gibt inzwischen Demos von fleißigen Entwicklern, bei denen man ganz in Ruhe nachvollziehen kann, ohne ständig rumlaufen und rumballern zu müssen, was diese einzelnen Schritte und einzelnen Effekte jeweils bedeuten, beziehungsweise was eine Grafikkarte so die ganze Zeit tut, damit es anders bzw. besser aussieht. Und diese Effekte kann man dann immer einzeln an- und ausschalten. An und aus. An und aus. Aus und an. Ach, warte mal kurz. Ach, Gott, ihr Schatz. Auch wenn sie keiner sieht von der Shiny-Seite, ich will sie trotzdem putzen. Okay. Ach, ist das geil, dass es immer noch hier reinpasst. Wie eine lange und gute Ehe. Oh, ein kleiner Nupsi weniger. Das ist irgendwie traurig. Dämlicher Kackschraubverschluss wie bei so Hautseiten. Dieser Mini-Fuzzi-Decker, der nie richtig raufgeht. Klaps auf den Po, Klaps, Klaps auf den Po. Küsschen hier, Küsschen da. Nee, Klaps auf den Po. Da. Tada! Ja, und da gibt's dann so coole Demos wie LP Trailer. Start. Look at that. Oh. An. Aus. An. Aus. I'm aus. Komm schon. Komm schon. Oh, oh, volle Kanne. Blub. Hallo, E-Beams 1 Auto. Kann sogar das Wetter ändern. Oh. 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 So sollte eigentlich jeder kapieren, was bei RTX so passiert, was man alles machen kann, beziehungsweise was die Grafikkarte so macht. Oder Diode Ray Tracing Prototype. Diese Reflexion, diese Spritzer und dieses Licht. Oh. Come on. What am I doing with my life? Attack from outer space. Start. Fuck. Controller? Ach, okay. Oh, that's beautiful. Diese Körnung. Oh! Oh! Das macht Spaß, perfekt! Mal jede einzelne Lampe einzeln ausschalten. Wenn ihr das selber ausprobieren wollt, die Links zu den Demos findet ihr in der Videobeschreibung. So. Genug gelabert! Wo ist da? Wow, ist das staubig. Okay. Genug gelabert. Aber noch nicht genug gefummelt. Deswegen, damit ihr auch in Zukunft mal in diesen Genuss kommen könnt, eine 2080 super zu erleben und halt diese Dinge ausprobieren zu können, habe ich jetzt für euch etwas zum Abstauben. Danke an Nvidia für dieses Ding hier. Die hauen nämlich eine 2080 super aus. Wenn ihr sie haben wollt, schreibt einfach einen Kommentar unter das YouTube-Video. Und ich werde auch ganz vorsichtig damit sein, versprochen. Achso, und wer keinen Bock auf Giveaways hat, der kann das Ding auch einfach kaufen. Direkt bei Nvidia gibt's dazu noch ein Bundle aus Control und Wolfenstein Young Blood. Link findet ihr in der Videobeschreibung. Und bezüglich Announcements und wer was gewonnen hat und sowas, der sollte sich auch mal eine Social-Media-Plattform angucken, denn da werde ich sowas immer posten. Ja. Und ich werde jetzt diese Dinger hier von seltenen Erden befreien und für viel Geld bei eBay Kleinanzeigen verkaufen. Was letzte Preis?